Liebe BDP-Parteimitglieder, ganz herzlich willkommen zum neuesten elektronischen Newsletter. Ihr seht es hier im Hintergrund, da wird schon wieder mal fleissig angestossen. Der Grund dafür ist die Gründung der BDP-Kanton Neuenburg, die 14. Kantonalpartei und der erste rein welsche Kanton. Quels sont les buts du PPD Neuchâtelois? But du PPD Neuchâtelois, déjà concrétiser la volonté d'avoir une droite forte. Nous avons les villes du canton qui sont actuellement en main de la gauche et nous souhaitons reconquérir ces villes également. C'est d'avoir une politique qui soit claire, transparente, concrète, raisonnable, des paroles souvent faciles à dire, mais que nous voulons concrétiser sans faire de la politique politicienne et sans faire de l'arithmétique. Also unser Ziel sind sicher mal jetzt bei den Regierungsratswahlen mit dem Pierre-Alain Storer ein gutes Resultat zu machen. Und anhand von dem gibt es uns Motivation, weiterzufahren, Sektionen zu gründen und in den nächsten Grossratswahlen Sitze zu machen. Die Staatsratsersatzwahl in der Regierung vom Kanton Neuenburg findet bereits am 31. Oktober statt. Der Herr Storer hat sehr viele Qualitäten, sehr viel Erfahrung, sehr viel politische Erfahrung. Was er für mich besonders hat, er ist sehr unabhängig, er hat nicht persönliche Gründe, warum er jetzt da noch politische Karriere machen will. Es ist rein der Kanton, das Wohlbefinden vom Kanton, das ihm sehr wichtig ist. Si vous serez électionné, qu'est-ce que vous voulez améliorer? Alors, la première chose, c'est améliorer le fonctionnement de notre gouvernement. Je ne sais pas si dans le reste de la Suisse, vous êtes au courant, mais notre gouvernement fonctionne très, très mal. Et c'est pas une équipe que nous avons, c'est vraiment 5 individus, ou plus que 4 maintenant en fonction. Et mon but serait, disons, de recréer un esprit de collège et un travail de collège pour ensuite, alors, construire, lors des élections aux échéances normales, une droite majoritaire qui pourrait assainir les finances de notre canton. Der neue BDP, oder besser gesagt PBD Kantonalsektion, wünscht mir viel Glück und Elan. Evelyn Wittmer-Schlumpf, mit der BDP Kanton Neuenburg ist heute die 14. Kantonalpartei gegründet worden. Ein weiterer denkwürdiger Abend für die BDP. Also ein denkwürdiger Abend sowieso, aber auch darum, weil es die erste kantonale Sektion ist, die wirklich ein französisch sprechender Kanton ist. Also nicht zweisprachig, sondern ausschließlich französisch sprechend. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir jetzt den von uns auch haben, wirklich in der Romandie. Und ich hoffe sehr, dass es auch noch ein bisschen weitergeht und wir vielleicht noch ein oder zwei andere Kantone auch noch dazu kriegen. Hättet ihr das am 1. November 2008 gedacht, dass das wirklich so gut vorangeht und dass man da so grosse Erfolge feiern kann? Ich habe auch gesagt, ich wünschte mir bis im Jahr 2011 12 kantonale Sektionen. Und da hat man mir gesagt, du bist ein unverbesserlicher Optimist oder Optimistin. Jetzt haben wir 14. Ich gehe davon aus, dass wir bis nächstes Jahr noch 2 oder 3 herkriegen. Vielleicht noch kurz ein Wort zur Kandidatur von Pierre-Alain Storer. Er kandidiert ja für die Ersatzwahlen für den Staatsrat Ende Oktober bereits. Was sagt ihr da dazu? Ich finde es sehr mutig und finde es auch toll, dass er das macht. Es ist im Moment im Kanton Neuenburg, gerade unter den bürgerlichen Parteien, eine ziemliche Unruhe, auch weil der Abgang vom bisherigen Regierungsrat ziemlich unschön ist.
Und ich glaube, das sind Chancen, die man einfach muss nutzen muss, ob denn das wirklich zu einer Wahl führt. Aber sicher ist es eine grosse Chance. Und sicher kann sich BDP mit dem Herrn Storer zusammen hier bekannt machen, auch für andere Sachen, die dann wichtig sind für uns. BDP ist eine kleine politische Kraft, aber nicht eine unbedeutende. Und wir müssen unsere Qualitäten können aufspielen. Mit der Evelyn Wittmer-Schlumpf haben wir eine Spitzenposition. Diese Spitzenposition heisst zu nutzen. Die BDP Kanton Zürich setzt einerseits auf unsere Bundesrätin als Zugpferd und andererseits auf das Thema Integration fordern und fördern. Ein Thema, das die Bevölkerung beschäftigt. Die Bundesrätin Evelyn Wippmer-Schlumpf referiert engagiert und praxisbezogen. Kompetent beantwortet sie die vielen Fragen der Besucher. Konkrete Lösungen sind bereits aufgeleistet. Also wir sind jetzt in dem Integrationsprojekt dran, wo wir auch schauen, in welchen Gesetzen wir Integration als Forderung, Förderung und Chance reintun müssen und wollen. Wir werden nächstes Jahr entscheiden, ob wir zusätzlich ein Integrationsgesetz machen. Aber wir tun auch ganz klar sagen, wo Integration spielen muss. Also im Schulbereich, im Arbeitsbereich, im Sport, in den Vereinen und so weiter. Und auch die Chancengleichheit nachher dort rein. Das ist ein Auftrag, wo wir jetzt, so eine Aufgabe, die wir haben miteinander, Bund, Kanton, Gemeinden, auch die private Zivilgesellschaft und zusammen mit Vertretungen von den Ausländerinnen und Ausländern. Das Thema Integration bietet einen Haufen Diskussionsstoff. Auch nach der Veranstaltung. Jung und alt sind beeindruckt vom breiten Wissen und der sympathischen Art von unserer Bundesrätin. So ein erfolgreicher Anlass ist natürlich wertvoll für die Partei. Ich denke, dass unsere Partei solche Auftritte gut kann brauchen, weil man uns natürlich dann wieder besser identifizieren kann. Und weil wir vor allem auch stolz sind, dass wir als Kantonalpartei mit so einer Bundesrätin überhaupt auftrumpfen können, bzw. auch da können, uns präsentieren können. Für uns ganz einen wichtigen Auftritt, einen schönen Auftritt und einen wertvollen Auftritt. Das zeigt einmal mehr, die Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf ist wichtig für die BDP. Und im Gegenzug braucht sie eine engagierte Basis. Mit einer guten Arbeit in den Kantonalsektionen stärken wir uns gegenseitig und helfen somit, die Position für unsere sehr gute Bundesrätin zu stärken. Für uns ist es eigentlich täglich gute Parteiarbeit, gute Wahlen in den Kantonen. Da haben wir jetzt Erfolge gehabt. Hoffen wir, können das weiterziehen. Und das sind die Voraussetzungen. Es ging wieder ein Stein im Mosaik, für die Voraussetzungen zu schaffen. Nebst alles eignet sich auch Standaktionen und Weihnachtsmärkte, um auf die BDP aufmerksam zu machen. Und mit originellen Kleinigkeiten und Charme kommt man leicht in Kontakt mit der Bevölkerung. Bei den Standaktionen stelle ich mir fest, dass man als BDP manchmal nicht gerade auf Anhieb erkennbar ist. Aber wir tun natürlich selbstverständlich auch immer unsere Herkunft deklarieren. Und gerade dann, wenn wir können sagen, dass Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf eigentlich unser Aushängeschild ist, dann kommt meistens ganz aha und sagt, ah, das sind ihr. Oder? Und das kommt eigentlich immer, das merken wir schon, viel Sympathie entgegen. Und man kommt auch gut ins Gespräch dann. Und wir hören meistens, ja, das ist schon gut, sie macht das schon recht. Evelyn Wittmer-Schlumpf ist ein wichtiger Sympathieträger von der BDP. Mit ihrem Leistungsausweis und ihrer klaren Linie ist sie für viele Leute ein grosses Vorbild. Jetzt gilt es, das positive Image von ihr und der BDP weiter unter das Volk zu bringen. Mit Engagement, Sympathie und Kompetenz. Danke vielmals. Übrigens, die drei Kanti-Schülerinnen haben die Gelegenheit genutzt für ein persönliches Interview mit der Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Das ganze Interview sehen Sie im BDP-TV-Archiv. Der BDP-Vorstand vom Kanton Solothurn strebt für die eidgenössischen Wahlen im kommenden Jahr eine Listenverbindung mit der FDP an. Damit möchte man die bürgerliche Mitte nachhaltig stärken. Die Parteiversammlung als oberstes Organ wird am 28. Oktober noch über das Vorhaben abstimmen. BDP ist eine bürgerliche Partei, die sach- und zielorientiert politisieren. Mit dem möchte sie die 50% der Wähler und Wählerinnen abholen, die nicht stimmen können.
Wer politisch Erfolg haben will, muss selbstsicher auftreten. Ein Teil ist sicher Talent, ein Teil ist Training. In einem internen Medientraining haben Zürcher BDP-Kantonsratskandidatinnen und Kandidaten einiges über Medienarbeit und öffentliche Auftritte gelernt. Ihre Rhetorik und persönliche Wirkung auf andere haben sie dank dem Kameratraining gezielt optimiert. Weitere Workshops und Trainings sind in Planung. Das war es schon wieder für heute. Wir melden uns aber schon gleich wieder. Und dann geht es um die Wahlen in der Stadt Thun. Bis dann, habt's gut.